Okay, sehr schön. Dann sind wir jetzt live. Hi, ich bin Leonie vom Freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften und freue mich sehr, dass ihr da seid hier zum Auftakt des Festival Contre le Racisme 2020. Und ich bin hier gemeinsam mit Nadja. Hallo. Und Nadja, mein Mikrofon muten, damit das besser funktioniert. Nadja, magst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin Nadja vom Bundesverband Ausländische Studierende. Fabian ist auch vom Bundesverband Ausländische Studierende. Der ist aber noch nicht da. Ja, und wir veranstalten zusammen mit FZS den Festival Kulturelle Rassismus. Und ja, wir freuen uns auch, dass ihr da seid. Sehr schön. Und zum Anfang möchte ich kurz was so ein bisschen sagen zur Geschichte vom Festival Contre le Racisme. Es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass wir halt der FZS und der BAS als Studierendenvertretungen hier in Deutschland einen französischen Titel gewählt haben. Aber das liegt daran, dass wir unsere Inspiration eben für das Festival eben auch weiterhin präsent haben wollen. Wir haben nämlich das Konzept von der französischen Studierendenvertretung UNEF übernommen und der FZS organisiert das FCLR seit 2003 an Hochschulen in Deutschland und seit 2005 eben in Kooperation mit dem Bundesverband ausländischer Studierender. Und es ist eben immer so gedacht, dass wir vor allem eine koordinierende Rolle einnehmen, das heißt unterschiedliche Strukturen, OrganisatorInnen, Asten, Sture, machen eben mit und gestalten das Programm, weil es uns eben sehr wichtig ist, rassismuskritische Arbeit an Hochschulen zu machen und sichtbar zu machen und Bildungsangebote dazu zur Verfügung zu stellen. Und leider ist ja dieses Jahr es eben nicht möglich, die Präsenzangebote an Bildung zu machen, die wir normalerweise gerne machen würden, aber eben auch an Feiern, Musik, DJs, Theater. Das haben wir uns eben entschieden, dass wir das eben gerne online machen möchten, weil wir es trotzdem sehr wichtig finden, was dazu zu machen. Nadja, möchtest du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen? Bist noch gemutet. Wir finden es sehr wichtig, dieser Festival zu veranstalten, damit wir auch eine Plattform haben, wo wir über Rassismus sprechen können und aus verschiedenen Perspektiven und auch in verschiedene Formate. Ja, und wir haben bis jetzt ein sehr hartes Jahr gehabt in Bezug auf Rassismus und ja, das sollen wir auf jeden Fall nicht ignorieren und darüber sprechen. Die Hochschulen sind auch nicht frei von Rassismus. Ja, deswegen sind wir hier. Genau, und mit uns ist auch Aidan Osüß, die uns ein Video geschickt hat, als Grußwort an euch, eben als Einleitung für das Festival Contre le Racisme 2020. Und das werdet ihr dann jetzt gleich sehen. Hallo, ich grüße alle, die beim Festival Contre le Racisme 2020 mitmachen und freue mich wirklich sehr, dass ich als Schirmherrin ausgesucht wurde. Ich übernehme natürlich sehr, sehr gern die Aufgabe, denn das Thema Rassismus, Ausgrenzung, Menschenfeindlichkeit, das verfolgt mich wirklich schon ein ganzes Leben lang. Ich bin selbst Kind von Einwanderern, aber ich muss sagen, ich habe mich in den letzten Jahren sehr stark darum gekümmert, was eigentlich passiert in unserer Gesellschaft. Und was man feststellen kann, ist, immer wieder brauchen wir Kategorien, immer wieder versuchen wir Menschen in bestimmte Schubladen zu stecken und dann möglichst alle gemeinsam anzugehen. Das ist Menschenfeindlichkeit und das muss man sich bewusst machen, darüber muss man reden, darüber muss geforscht werden und dann vielleicht können wir nach und nach auch etwas abbauen. Was wir feststellen, ist leider, dass Straftaten zunehmen,
über 8.000 im letzten Jahr. Das ist zu viel und das in Deutschland. Da glauben wir doch sicherlich alle, dass wir besser werden müssen und auch können. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr, und das möchte ich mit Nachdruck sagen, dass auf den Straßen Deutschlands und auch ganz besonders in meiner Heimatstadt Hamburg Zehntausende immer wieder auf die Straßen gehen. Ganze Familien, Kinder, Enkelkinder, Omas gegen rechts nie zu vergessen, die immer wieder aufstehen gegen Menschenverachtung, gegen Menschenfeindlichkeit, gegen Hass und wollen, dass unsere Gesellschaft funktioniert, und zwar unabhängig von Herkunft, unabhängig von Religion, unabhängig von der Hautfarbe, dass Menschen eben gemeinsam leben können, friedlich leben können, und dass wir anderen, die das nicht meinen, dieses auch deutlich sagen und eben auch immer wieder zeigen, wir sind mehr. Wir sind diejenigen, die für den Frieden und das gemeinsame Miteinander stehen. Ich glaube, was wir auch noch mal deutlich unterstreichen können, ist, auch in der Universität ist natürlich der Ort, um manche Dinge noch mal bewusst zu machen, nämlich genauer hinzugucken, was sind die Hintergründe, welche Muster sind es eigentlich, die da herangezogen werden, warum ist es so leicht zu sagen, die Muslime, die Schwarzen oder die Kriminellen, und das immer wieder miteinander zusammenzupacken. Dafür braucht es Bewusstsein, aber dafür braucht es eben auch die Erkenntnis. Und ich wünsche mir, dass an unseren Universitäten viel mehr auch investiert wird, aber eben auch viel mehr dazu geforscht wird, dass wir sagen können, wir schauen alle gemeinsam hin, wir wollen mehr verstehen und wir wollen gerade rechter Gewalt, rechtem Hass etwas Deutliches und noch mehr als bisher entgegensetzen. Und in diesem Sinne wünsche ich dem Festival alles, alles Gute, viel Freude, aber natürlich auch gute Gespräche und auch ein bisschen Streit, denn das gehört ja auch dazu. Also herzlichen Dank nochmal und bis bald hoffentlich. Vielen herzlichen Dank an Aydan Özüz für Ihr Grußwort. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir den Auftrag, den sie uns da mitgegeben hat, auch erfüllen können. Wir haben auf jeden Fall ein sehr buntes Programm auf die Beine gestellt. Zahlreiche OrganisatorInnen aus ganz Deutschland haben sich beteiligt und das freut uns natürlich sehr. Und wir haben auch noch eine Videobotschaft von OrganisatorInnen aus Braunschweig für euch dabei. Hallo liebe Leute, ich bin Andres und das ist Liv und wir sind von Gauss aus in Braunschweig. Jedes Jahr unterstützen wir das Festival Kontrolle Rassisme hier vor Ort und dieses Jahr dürfen wir auch beim Online-Festival Kontrolle Rassisme organisiert vom BAS mitmachen. And dear friends, I'm Lee and it's Andres. We are from Gauss Haus, Braunschweig, and every year we support the events of the Festival Kontrolle Rassisme. And this year it was organized online virtually, organized by the BAS. We will also support them and we're gonna introduce our program for the week. Ja, also wir haben ein sehr umfangreiches Programm für euch vorbereitet. Also jeden Tag werden wir auf Facebook und auf unserer Webseite einen Poster zum Thema Diskriminierung veröffentlichen. Und dann am Dienstag um 12 Uhr gibt es auch einen Vortrag zum Thema Rassismus bei den Banken. Dieser Vortrag wird dann auf Facebook Live übertragen. Every day we're gonna have awesome program for you, and next week we're gonna publish a poster every day on the website and the Facebook about the racism. And the Tuesday at a traffic club we're gonna have a short presentation about the racism in a bank like in Germany. And it will be a health live stream on Facebook. Ja, und abends geht es dann weiter, also in Verbindung mit unserem kulturellen Abend, die Festa Junina, wenn wir ein Quiz zum Thema Wie viel weißt du über Rassismus in Deutschland? Und diejenigen, die im Kommentarbereich auf die Fragen antworten, wird das Buch Deutschland schwarz-weiß verlost. Dieses Buch geht es um Alltagsrassismus hier in Deutschland. And so continue the program on Tuesday evening. We're gonna have a short presentation, and it's about Festa Junina. That's our culture program. And but after that, we're gonna have a quiz. And do you know how much do you know about the racism in Germany? And people who would like to answer the question in the comment below. And we're gonna cast a lot. Who's gonna win this? Their book is called Germany and
black and white, and it talks about their racism daily in Germany. Ja, und zu guter Letzt haben wir am Mittwochabend um 20 Uhr einen virtuellen Tanzkurs. Dabei wird auch auf die Vorurteile zwischen der Rolle der Mann und, des Mannes und der Frau eingegangen. Last but not least, we have the program on Wednesday at 20 o'clock, and it's a virtual dance course. And this we're going to touch on the topic of the role of the man and a woman in the dance, about the prejudice when they are dance. Ja, also ich hoffe, wir sehen uns dann auf unserer Facebook-Seite Gauss Friends. Und ja, ich hoffe, dass ihr dann das Programm genießen kann. So we're going to catch up on our Facebook program. I hope you enjoy the program we provide for you. Du bist noch gemutet, Nadja. Wie wir jetzt gehört haben, wir haben ganz viele verschiedene Veranstaltungen. Wir haben Lesungen, wir haben sogar einen Tanzworkshop, wir haben Filmabend, wir haben Vorträge, Konzerte. Ja, guck auf dem Programm in der Webseite. Da könnt ihr auf jeden Fall noch den Links zu all diesen Veranstaltungen schicken, sehen. Und es gibt verschiedene Veranstaltungen, die eine Anmeldung brauchen. Also schaut euch mal das Programm und meldet euch. Ja, damit ihr auch einen Platz habt und damit ihr teilnehmen könnt in alle diese Veranstaltungen. Eine Veranstaltung, auf die wir uns auch sehr freuen, die morgen Abend stattfindet, ist die Mittelmeermonologe, die Theateredition. Das Stück sollte ja eben dieses Jahr auf den unterschiedlichen Festivals in Deutschland auf Tour gehen, aber unter den Umständen, wie sie aktuell sind, ist das natürlich nicht möglich. Aber in Kooperation mit dem Verlag Wort und Herzschlag bieten wir eben die bieten wir das Theaterstück eben als am Telefon an und würden uns sehr freuen, wenn sich Leute noch anmelden. Ihr könnt euch noch bis heute anmelden. Die Infos dazu findet ihr alle unter dem Link, den ich gerade gepostet habe, in die Kommentare, also kontrollerassisme.de/ort/onlinefestival. Und bitte meldet euch bis heute noch an. Das ist wirklich ein cooles Theaterstück, ein cooles dokumentarisches Format, wo eben die Stimmen von Betroffenen, von Flucht und Vertreibung eben auch gehört werden. Und gerade in diesen Zeiten ist es auch wichtig, immer wieder aus seiner eigenen Komfortzone zu kommen und eben auch den Leuten zuzuhören. Oh, haben wir Leonie verloren? Oh, okay. Dann, ich kann euch noch ein bisschen kurz erzählen, was es noch gibt. Wir haben heute noch für den Programm eine Lesung mit Schwarzmund von der Uni Leipzig organisiert. Klickt man auf jeden Fall dahin. Wir haben von der Refugee Support Project einen Film, Forgotten Faces Behind Moria's Fans. Und morgen geht es weiter mit dem Vortrag von Rassismus bei den Banken, von Gauss Haus und die Mittelmeermonologe, wo Leonie hängen geblieben ist. Wir haben auch einen Quizabend, wie viel weißt du über Rassismus? Das wird ein Livestream aus Braunschweig sein. Und Mittwoch morgen, vormittags, haben wir ein von Amadeo Antonio Stiftung, ein Webinar Rassismus und Antisemitismus, Impulse für die Arbeit mit Jugendlichen, ein Webinar, radikalisiert durch das Internet, Chancen und Risiken des digitalen Nachrichtenkonsums, ein Webinar von FCLR Ulm. Wir haben auch ein Gespräch über der tägliche Rassismus in Europas Außengrenzen von der Asta FH Münster. Wir haben dann abends ein Konzert
vom Rapsport, sein Punk-Konzert, das wird cool. Auch von der Uni Leipzig organisiert. Wir haben dann auch einen Tanzkurs. Und um 21.30 Uhr haben wir zwei DJs, um den Tag zu Ende zu bringen. Und dann am Donnerstag haben wir ein Poetry Slam vom Asta Göttingen. Dann 18 Uhr haben wir einen Vortrag mit Elmedin Zopper über migrantisch, also das heißt migrantisch im Alltag, von der Bundesverband Ausländische Studierende organisiert. Und wir haben dann ein, ah ne, das, die Veranstaltung von Uni Ilmenau, von der Flüchtlingsnetzwerk von Ilmenau, ist noch auf dem Programm, aber wurde leider abgesagt. Spoiler, tut mir leid. aber wir haben dann in die gleiche Uhrzeit aus Münster einen Bericht von der FH Münster und Rassismus. Und Freitag haben wir einen Workshop, wo ihr Anmeldungen braucht. Schaut's noch mal rein. Ein Konzert mit Frau Pauli, Oya, Alter Kaffee und viel mehr von Göttingen ab 17 Uhr. Und wir haben auch noch einen Vortrag von Mara Al-Assad von Damaskus nach Münster. Sie wird uns über ihre Fluchtgeschichte erzählen. Und dann abends 20 Uhr gibt's eine Party, eine Live-Party aus Göttingen. Und auch ein mehr chilliges Konzert vom Cardamom Collective in Leipzig. Und Samstag haben wir noch den letzten Webinar Arbeitsrecht und Aufenthaltsrecht für internationale Studierende, speziell während der Corona-Einschränkungen von FCLR Ulm organisiert. Und schaut auf jeden Fall den Programm an. Am Ende, ganz am Ende vom Programm, gibt es eine Liste von Grafikbeiträgen von vielen Universitäten. Wir haben Zines, wir haben Fotoprojekte, Plakateausstellungen, Fotoausstellungen. Ist auf jeden Fall eine schöne Arbeit von den ganzen Universitäten. Ist Leonie wieder da? Ich bin wieder da. danke, dass du übernommen hast. Man sieht die also sozusagen die Herausforderungen im Corona-Semester, nicht wahr? Aber wir hoffen, dass viele Beiträge, also wir haben einen Mix aus Synchron. Oh nein! Und sucht euch was aus, seid dabei und vielen Dank. Vielen Dank.